begrüße Sie herzlich aus dem Feyenoord-Stadion in Rotterdam. Und 2 Minuten sind bereits gespielt zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Liverpool. Und dieser Schuss von dem Liverpool-Stürmer Hunt gegenüber das Tor, aber der Schiedsrichter hatte vorher abseits gepfiffen. Also verfrühter Spielbeginn hier im Feyenoord-Stadion vor etwa 60.000 Zuschauern. Die Kölner, die ganz in Weiß spielen, haben Schumacher im Tor, den Sie gerade im Bild sehen. In der Verteidigung Pott und Rieck. In der Läuferreihe Sturm, Hemmersbach und Weber. Und im Angriff Thielen, Löhr, Müller, Overath und Hornig. Die Engländer spielen mit der Mannschaft des Vertrauens, wie sie Bill Shankly nennt. Mit Lawrence im Tor, mit Lawler und Byrne in der Verteidigung. Und hier ist Hornig gegen Lawrence. Um Zentimeter. Lawrence an Torhüter. Lawrence vorbei, Hornig und beinahe der Ball im Tor. Und Sie hören die Geräuschkulisse, etwa 20.000, 25.000 Zuschauer aus Deutschland. Hornig. Wieder Hornig. Linksverteidiger Rieck. Hansi Sturm. Steilpass, den kann Thielen nicht erreichen und so kann ich Ihnen sagen, dass die englische Mannschaft weiterspielt mit Milne, Yeats und Stevenson, im Sturm mit Callaghan, Hunt, St. John, Smith und Thompson. Schiedsrichter dieses so wichtigen Spiels ist Herr Traut aus Belgien, noch nicht einmal 30 Jahre alt. Die Witterung, es ist sehr windig, kalt, aber kein Regen. Der Boden nicht sehr tief und gut bespielbar. So, das habe ich Ihnen gesagt und jetzt sehen wir die Kölner mit Hornig und Löhr. Und dazwischen ist Lawler. Hornig. Wieder Hornig. Noch einmal Löhr. Und das ist ein klares Foul, dass der Halblinke Smith und der Verteidiger Lawler begangen haben. Overath kommt. Freistoß und es ist eine sehr hektische Atmosphäre hier im Stadion. Nervosität auf beiden Seiten und 9 Meter vom Ball. Das Spielchen, was die Engländer nun schon zweimal vorgeführt haben in den bisherigen Spielen. Das war wieder sehr viel Glück für Torhüter Lawrence und das ist der zweite Eckball für den 1. FC Köln, zeigt der Linienrichter. Jawohl, der Linienrichter entscheidet und der Schiedsrichter gibt ihm recht, also Eckball von rechts, den Hornig hereinbringt. Das ist in der 6. Spielminute der 2. Eckball für den 1. FC Köln. Das ist eine Stimmung wie bei einem Volksfest hier. Mittelläufer Dietz, der da befreiend köpft. Sturm. Rechtsverteidiger Pott. Abseitsstellung. Jawohl, ganz klar erkannt. Und richtig. Ein Augenblick noch zur Information, meine Damen und Herren. Heute muss und wird die Entscheidung fallen zwischen Köln und dem englischen Meister. Zweimal treffen sich die Mannschaften. Unentschieden, so ist die Spannung in diesem 3. Spiel also nicht mehr zu steigern. Entscheidung auf jeden Fall, wenn bei Spielende unentschieden, dann Verlängerung. Und wenn in der Verlängerung keine Entscheidung, dann muss das Los entscheiden, so unpopulär das auch ist. Das war Foulspiel des halbrechten Hand an dem halblinken Overath. Die Kölner also von rechts nach links spielen, ganz in Weiß, am Stande von 0 zu 0 mit Smith, die Engländer, Torhüter Lawrence. Und diesmal hat sich Hemmersbach auf gestützt und der aufmerksame Schiedsrichter Traut aus Belgien hat das gesehen, also Freistoß, Sie sehen es selbst in Höhe der Mittellinie. Linksläufer Stevenson. Stevenson, St. John und Toni Schumacher, der ja im letzten Spiel in Liverpool so großartige Kritiken bekommen hat, den man manchmal etwas überschwänglich sogar den Held von Liverpool genannt hat. Das war ein schlechter Abschlag von Schumacher und das war ein Foulspiel von Rieck am rechten Verteidiger Lawler. Deshalb Freistoß für den englischen Meister Liverpool.
Das ist Rechtsläufer Millen, vielfacher Nationalspieler. Die Engländer haben ja 7 in ihren Reihen, Schotten und Engländer, die schon in den Nationalmannschaften beider Länder gestanden haben. Dietz, der Mittelläufer, mit nach vorne, Lothar Schumacher. Das ist kein Problem. Müller gegen Smith. Da bleibt Müller liegen, er ist sehr unglücklich gefallen, es war aber kein Foulspiel zu erkennen. Rechts außen Callaghan gegen Hornig und da wird das Spiel unterbrochen, weil Müller bei diesem unglücklichen Sprung nach dem Ball bewegungslos liegen bleibt und da ist die erste Aktion für den Arzt und den Masseur des 1. FC Köln. 15.000 bis 20.000 Zuschauer sind aus Köln und allen Teilen Deutschlands gekommen, 4 Sonderzüge, tausende von Autos, eine Invasion regelrecht, eine friedliche, aber wie man sie selten bei einem Europapokalspiel sah. Und wir freuen uns sehr, dass Müller weiterspielen kann, hier in diesem Stadion von Feyenoord, einem der schönsten Stadien, die es in Europa gibt. Schiedsrichterball wird wiederholt, das Leder muss jetzt auf der Erde sein. Die halbrechte Hand, Mittelläufer Dietz, Stopper, der oft mit nach vorne geht, das auch kann, weil sein halblinker Smith ja weit hinten aufpasst. Dietz wieder, rechts außen Callaghan. Callaghan gegen Reek, Hornig will mithelfen und das hat genutzt. Und das gibt Freistoß, das ist völlig klar, weil Callaghan dem nachgejagten Ball nicht mehr nachgejagt hat. Das Thielen gegen Burn. Thielen. Die Engländer spielen bis jetzt nicht sonderlich sauber. Attacken gelten erst dem Mann und dann dem Ball. Rechtsverteidiger Pott. Lawrence verliert den Ball. Das sind auch Bälle, die ein Torhüter fausten soll, wenn er so von Stürmern attackiert wird, wie hier von Müller. Das ist Overath. Hornig. Und Lawler, der für einen Augenblick klärt. Einwurf für die Kölner. Gespielt sind 10 Minuten, meine Damen und Herren, die sind etwas zu spät gekommen sind. Spielstand 0:0. Und das ist Mittelstürmer St. John, der sehr schön an Sturm vorbeigeht. Hans heißt der Halbstürmer. Und das ist links außen Thompson. Und Lothar Schumacher. Sie wissen, dass er vor 8 Tagen die Engländer in Liverpool schier zum Verzweifeln gebracht hat. Meine Damen und Herren, wenn ich Hand sage, erschrecken Sie bitte nicht so sehr, denn der Halbstürmer der Engländer heißt Hand. Und wenn ich Hand im Strafraum sage, dann ist es eben wohl in den meisten Fällen dieser Stürmer. Jetzt ist rechts außen Thielen gegen Dietz. Ausfall. Es ist interessant, dass die Engländer und die Kölner etwa die gleiche Taktik verfolgen. Erst einmal Sicherheit, dann aber auch plötzlich mit 5-6 Stürmern vorne sein. Hemmersbach, der Mittelläufer der Kölner. Linksverteidiger Reek. Sturm, Overath. Der linke Verteidiger Burn. Ich
Dieser Kopfball war ein Geschenk für St. John, den Mittelstürmer. Und Abseitsstellung deshalb rechten Hand im Strafraum. Abseitsstellung vom Linienrichter gesehen und vom Schiedsrichter geahndet. Sie sehen, meine Damen und Herren, dass beide Mannschaften sehr viel Achtung voreinander haben. Sie wissen ja, dass sie schon 3 Stunden gegeneinander gespielt haben, ohne ein Tor zu erzielen. Und wenn auch die Engländer sehr, sehr optimistisch sind, sie meinen, sie würden mit 2-3 Toren Unterschied gewinnen, so haben sie doch genug Achtung von den Kölnern. Hornig, Rechtsverteidiger Lawler. Der Optimismus der Engländer wurde großgeschrieben, auch von der gesamten englischen Presse. Der Halblinke Overath. Müller, Löhr, da kommt Thiel und Tota Lawrence. Das ist der Mann, den die Kölner im letzten Spiel wohl mit dem Linksaußen zusammen am meisten gefürchtet haben. Rechtsaußen Callaghan, hier Overath, wieder Overath und Lawrence. Sehr schöne Spielzüge, viel Tempo auf beiden Seiten. Gespielt 14 Minuten, Spielstand 0:0 zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Liverpool. Thompson, der im letzten Spiel Potts so sehr zu narren verstand, das ist Milne, der rechte Läufer. Da kommt Smith, der Halblinke. Wieder Milne. Und das war bis dahin eine gute Abwehr, bis Stevenson kam. Stevenson, sehr schöner Schuss. Stevenson war schon in Liverpool der schussfreudigste Mann der englischen Mannschaft, der immer aus der zweiten Linie schoss und Schumacher oft vor Probleme stellte. Reg, Sturm, Hemmersbach, Pott, Zielen, das ist Thompson. Der bis jetzt nicht so zur Wirkung gekommen ist, wie in Liverpool, als er einfach machte, was er wollte. Kölner zur Verzweiflung brachte, aber ein Trost. Nicht jeder Spieler kann an jedem Tag so gut sein. Thiel, Heath, Löhr und Lawrence. Rechts außen Callaghan. Beide Flügelstürmer sind ja äußerst gefährlich in dieser englischen Mannschaft. Smith, sehr schön. Hand, der halbrechte Hand und Tota Schumacher. Da ist Thielen, der alleine durchspuchten will, gegen Yeats. Byrne, der linke Verteidiger. Smith, der Mann mit der Nummer 10 und der rechte Verteidiger Lawler. Ich glaube, meine Damen und Herren, Sie haben jetzt schon eine Menge kennengelernt. Sie können jetzt schon ziemlich selbst beurteilen, wer ist. Versuchen Sie es. Stevenson und Hemmersbach. Ja, an der Kölner Aufstellung haben Sie gemerkt, dass man auf Benthaus und Dilden verzichtet hat.
auch kein Experiment mit Schäfer gemacht hat, das war nur sehr richtig, und nur eine Position verändert hat, in Liverpool für CC spielt Müller. Das Müller. Das ist also Stevenson, der linke Läufer, der mit Callaghan gut zusammenspielt. St. John und Reg Müller. Sturm. Overath. Die Engländer haben sehr schnell ihre Abwehrspieler wieder zurückgezogen, das kennen wir ja schon. Wenn der Ball nicht direkt und geradlinig gespielt wird, sind gleich wieder 7-8 Engländer da. Hornig. Oh, gut gemeint von Löhr. Das war gut gemeint, aber sehr gut aufgepasst von Smith. ...19 Minuten gespielt, 0-0. Overath, der ein ganz großes Pensum erledigt. Löhr, er hat damit einen Einwurf erzwungen, und zwar für den 1. FC Köln, denn er hat den Verteidiger noch geschickt angeschossen. Overath. Und sehen Sie sogar, der Rechtsaußen Callaghan ist dabei, wenn Overath seine Kunststücke auf dem Rasen macht. Allerdings diesmal hat er seinen Gegner festgehalten, und deshalb gibt es mit Recht Freistoß für den FC Liverpool. Liverpool, die Mannschaft, die ja große Belastungen vor und auch hinter sich hat. Vor sich hat, denn sie muss schon am Samstag ebenfalls im Halbfinale im englischen Fußballcup gegen Chelsea spielen. Sehr schön gespielt von Verteidiger Byrne zu Milne. Milne und Stevenson, zwei erstklassige Außenläufer. Aber ich muss sagen, dass die Kölner Deckung ebenso gut gestaffelt ist, sich aber jetzt ein Kölner Spieler verletzt hat. Ich befürchte fast, es ist Weber, der von Karlsruhe nicht so mitgenommen war, dass er nicht heute völlig fit auf den Platz gekommen wäre, aber jetzt doch zu Boden gegangen ist. Und wir sind gespannt, ob Dr. Bohne und Masseur Hermann wieder so schnell arbeiten können, wie bei Müller eben, dass er also schnell wieder dabei ist, denn Weber ist ja die Schlüsselfigur in der Kölner Abwehr. Ich darf Ihnen in diesem Augenblick, da Weber behandelt wird, sagen, dass der Sieger aus diesem Spiel in der nächsten Runde gegen Inter Mailand antreten muss, und zuerst entweder in Köln oder Liverpool, das entscheidet sich, welche Mannschaft heute gewinnt. Inter Mailand ist der nächste Gegner im Halbfinale. Weber kann weiterspielen, seine Laufversuche, das sehen Sie im Augenblick nicht im Bild, das darf ich Ihnen erzählen,
sind allerdings noch nicht allzu erfolgversprechend im Augenblick. Er hinkt sehr stark. Sie sehen ihn jetzt im Bild in der Nähe des Schiedsrichters. Und Sie sehen, wie er sich quält und nicht richtig weiterkommt. Hornig. Das Abspiel kommt etwas zu spät. Müller. Und direkt vier Engländer um ihn. Sie sehen es, wie schwer es die Kölner Stürmer haben, durch diesen Abwehrriegel hindurchzukommen. Weber, Statist, kann immer noch nicht gehen. Hand. Der Halbstürmer und Tor. St. John hat das Tor geschossen. In der 23. Spielminute das erste Tor überhaupt nach 3 Stunden und 23 Minuten Spielzeit, kann man sagen. 0:1 also durch ein Tor von St. John, herausgespielt vom halbrechten Hand zu einem Augenblick, als Weber verletzt war und jetzt hier herausgebracht wird, zu einem unglücklichen Augenblick also für die Kölner, das muss man sagen, denn der halbrechte Hand hatte bis dahin kaum etwas gegen Weber zu bestellen, aber jetzt, als der Kölner ausgeschieden war, nutzte er sofort seine Chance und bediente St. John gut, und Sie haben es gesehen, das ist das 1:0 für die Engländer in der 23. Spielminute. Jetzt haben die Kölner es natürlich sehr, sehr schwer. Sie sind im Augenblick auch ziemlich durcheinander, weil sie nicht wissen, ob Weber überhaupt noch einmal wiederkommen kann. Und wenn die Spielzüge nicht allzu interessant sind wie in diesem Augenblick, darf ich Ihnen schildern, dass er ja unten vor uns auf der Bank liegt, behandelt wird, wenn er Knöpfle bei ihm ist. Wenden wir uns also wieder zum Spiel mit Millen, mit Callaghan. Und einem Eckball für den FC Liverpool, der also mit 1:0 führt. Rechts außen Callaghan. Heath, der Stopper. Stevenson. Und so der Schumacher, der diesen Ball eben zum 1:0 ganz sicher nicht halten kann. Ich schaue immer zwischendurch, was ist mit Weber. Er sitzt jetzt auf der Bank. Das ist Löhr. Thompson. Byrne geht mit nach vorne. Von Thielen begleitet. Und das Spiel geht weiter mit einem Freistoß für den ersten FC Köln. Weber, und das ist eine der traurigsten Nachrichten, die ich Ihnen geben kann, wird hier vor uns auf der Laufbahn herausgetragen, während im Spielfeld missbehandelt wird. Weber wird herausgetragen auf beiden Schultern und Smith wird behandelt. Ja, das ist natürlich ein Handicap, was die Kölner unmöglich verwinden können. Einen Mann wie Weber können sie nicht ersetzen. 11-10 also, da wir sicher sind, dass Smith nach dieser Behandlung wieder weitermachen kann. Es sieht nicht so gefährlich aus. Er wird massiert, der Schiedsrichter steht dabei. Sie haben das Bild. Es ist, wie ich gesagt habe, Smith ist quicklebendig und taufrisch. Er geht wieder auf seinen Posten zurück. Er spielt jetzt eigentlich Stopper, während Heath immer und immer wieder nach vorne zieht. Das sahen wir schon mehrere Mal. Also 10 Kölner gegen 11 Spieler des FC Liverpool. Und Chance für Löhr. Ja, ja. Das waren gleich 2 Fouls von Heath, gleich deren 2. Einmal hat er Löhr festgehalten und dann hat er nachgetreten.
Freistoß also für die Kölner und hier bliebe wieder die Gelegenheit, die Mauer, das bekannte Stück, zurückzusetzen. Das sehen wir von den Engländern also jetzt im dritten Spiel genauso. Die Mauer ist höchstens 7 Meter weg, schätze ich, 6. Thielen. Und Hornig. Und eine Möglichkeit für Löhr. Das Ausscheiden von Weber ist natürlich auch wie ein Schock in die Glieder der Zuschauer gefahren, der 20.000, die aus Köln und allen Teilen Deutschlands gekommen sind. Und hier Freistoß also entscheidet Schiedsrichter Schraut aus Belgien für Liverpool mit Smith. Der halbrechte Hand. Das ist Abseitsstellung, Abseitsstellung. Eine einwandfreie Abseitsstellung des halbrechten Milne, der jetzt natürlich nach Herzenslust mit nach vorne stürmen kann. Ganz rechts außen Thielen, der sie in einem Alleingang versucht. Er ist schon bei Thompson hängen geblieben. Thompson, St. John, der Torschütze, Milne. Linksläufer Stevenson. Und Milne vor dem Abwehrgürtel der Kölner spielen sie etwas in die Breite. Und das ist Overath, der jetzt natürlich auch noch die Position von Weber mit ausfüllen muss. Sehr schön gespielt. Sogar Rechtsverteidiger Pott, der den Ball jetzt tief in der gegnerischen Hälfte führt. Pott. Müller. Müller immer um eine Idee zu spät abspielen. Thompson. Callaghan. Milne. Oh, eine große Chance. Eine große Möglichkeit für St. John. Gespielt sind nun in der ersten Hälfte 32 Minuten. Wahrscheinlich wird der Schiedsrichter auch noch etwas nachspielen lassen. Denn Sie haben ja selbst gesehen, dass die Verletzungen dreier Spieler doch viel Zeit in Anspruch genommen haben. Und wir bedauern immer noch, Ihnen nichts von Weber sagen zu können. Nichts Neues von Weber. Aus dem Callaghan gegen Rieck. Schöner Trick. Callaghan. Und Eckball. Das ist der zweite Eckball für Liverpool.
Indiz, der Stopper kommt. Er ist bei Eckbällen immer äußerst gefährlich. Er ist ja so groß, 1,85 Meter, 90, dass er sich kaum zu recken braucht, um an den Ball zu kommen. Der war aber jetzt im Aus, zeigt der Linienrichter an. Die Engländer wittern jetzt natürlich ihre Chance, nachdem sie zwei Spiele nur 0-0 halten konnten. Jetzt sind sie 1-0 in Führung. Und das ist ein ganz gefährlicher Ball, den Müller da reinschlägt. Und im Tor oder auf der Linie, das ist die Frage. Der Schiedsrichter nimmt dieser Diskussion jede Spitze und jede Möglichkeit, indem er nach dem Einsatz von Müller einfach auf Freistoß für FC Liverpool entscheidet. Einen Freistoß, den Lawrence, der Torhüter, ausführt. Das ist Callaghan, der im heutigen Spiel ganz die Rolle von Thompson nimmt, der im letzten Spiel so brandgefährlich war. Und das Stevenson und Sturm, der rettet. Pott, Müller. Vier Engländer um ihn herum. Thiel, Löhr. Und das ist links außen Thompson. Fünf englische Stürmer, drei Kölner Abwehrspieler. Callaghan. Oh, Thompson am Ball vorbeigeschlagen. Milne. Wieder Thompson. Callaghan. Ja, das ist eine Möglichkeit. Und Tor. Das ist das 2-0. Das in Gemeinschaftsarbeit St. John und der rechte Läufer Milne erzielt haben. Das 2-0 in der 37. Minute. St. John und Milne beide zusammen nach wundervoller Torvorarbeit des Rechtsaußen Callaghan. 37. Spielminute und die Engländer führen mit 2-0 gegen 10 Kölner Spieler. Und ich weiß jetzt, was mit Wolfgang Weber los ist, der in der Kabine liegt. Er hat einen Tritt in die Wadenmuskulatur bekommen am rechten Bein. Der Muskel ist im Moment gelähmt und es ist nichts zu machen. Er kann im Augenblick weder stehen noch gehen. Das ist natürlich Pech für den deutschen Meister, der jetzt also, wie gesagt, nach 37 Spielminuten mit 2-0 zurückliegt. St. John, der halbrechte Hand. St. John, Callaghan. Und da kommt Weber, immer noch stark humpelnd. Und Eckball zeigt der Linienrichter. Webers Versuche an der Außenlinie bringen bis jetzt immer noch nicht den Erfolg. Gehen kann er aber kaum wie ein Mann, der sich nun in einem solchen Wettspiel bewähren soll.
Hornig, Löhr, Thielen, Hornig, gut, und einfach das Bein stehen lassen, hat Smith, einfach das Bein stehen lassen, haben Sie gesehen, rechts raus, und Hornig gestoppt, so, unfair und Freistoß. Tor! Ein Tor von Thielen. Ein Tor von Thielen nach diesem herrlich angeschnittenen Freistoß. In der 39. Minute lässt zweifellos wieder einige Hoffnungen für die Kölner aufkeimen. Sie werden wohl in erster Linie davon abhängen, ob Weber zurückkommen kann oder nicht. Es steht also nunmehr 2:1 für den englischen Meister FC Liverpool. Und das gibt natürlich neuen Auftrieb nach einer kurzen Periode der Mutlosigkeit. Millen, der rechte Läufer, dann Stevenson, das Gespann im Mittelfeld, das natürlich jetzt viel besser herrschen kann, als zu der Zeit, als die Kölner noch 11 Spieler hatten. Müller, Hornig, Overath, Thielen, der Torschütze, wieder Thielen, Musterkombination, und weiterspielen zeigt Schiedsrichter Schaut an, weiterspielen, weiterspielen. Hemmersbach, Löhr, Müller, der sieht Hornig, aber der Ball ist zu weit zurückgepasst. Im Stadion Feyenoord sind 41 Minuten gespielt. Spielstand 2:1 für den FC Liverpool. Der rechte Verteidiger Potter hat zu seinem Lob gesagt, die diesmal gar nicht schlecht ausgehen, Thompson. Das ist Milne. Rieck. Das war ein Solo von Mittelläufer Yeats, Milne, Callaghan, Smith, das ist Stevenson, und da fehlten auch nur ein paar Zentimeter. Stevenson ist der Mann, der wohl den präzisesten und besten Schuss hat von allen 11 englischen Spieler. Das ist Linksverteidiger Byrne, der Thielen umgerannt hat. Die Engländer sind durch dieses
Gegentor doch sehr nervös geworden, was uns sehr wundert. Oh, höchste Gefahr. Halbstürmer Hans ist am Ball. Oh, mit Haken und Ösen, das kann er Hand auch. Vorteil weiter spielen lassen, jawohl. Overath. Hemmersbach. Pott. Thielen. Nochmal Thielen. Overath. Und Hornig. Sehr schön gespielt. Hornig vorbei. Möglichkeit. Ein sehr schöner Slalomlauf. Und drüben auf der anderen Seite, da standen Müller und Thielen frei. Müller wiedergelegt. Na, das ist aber nun kein... Das ist aber nun wirklich pfeifenswert. Schiedsrichter das Haut. Sollte solche Dinge unterbinden. Vier Abwehrspieler, fünf Stürmer. St. John. Callaghan. Smith. Oh, sehr gefährlich. Stevenson, der jetzt fast in Mittelstürmerposition steht. Hat das Spiel jetzt Tempo, Rasse und Farbe bekommen, nachdem man schon eine Viertelstunde lang dachte, es würde versanden. Und da ist der Halbzeitpfiff. Ich sehe, dass der Schiedsrichter nicht hat nachspielen lassen. Erst FC Köln gegen FC Liverpool, also im Augenblick 1:2. Tore St. John zusammen mit Millen und Thielen. Die Kölner nur mit 10 Spieler und wir sind gespannt, ob sie, nachdem sie sich wirklich so großartig angestrengt haben, genug Kraft haben, dieses Tempo auch in der zweiten Hälfte zu forcieren. Für Sie, meine Damen und Herren, jetzt wirklich 10 Minuten Pause für Ihre Nerven und für Ihre Diskussionen. Wir brauchen diese Pause auch. So, meine Damen und Herren, da kommen die Spieler wieder auf den Platz. Und wir schauen natürlich jetzt genauso gespannt wie Sie dorthin, wo die englische und die Kölner Mannschaft nun auf das Spielfeld tritt. Wir schauen gespannt dorthin, ob Weber wieder dabei sein wird. Für die, die sich jetzt erst einschalten, der englische Meister FC Liverpool führt gegen den 1. FC Köln mit 2:1 durch Tore von St. John und Millen und einen Gegentreffer von Thielen. Weber ist also immer noch nicht dabei, sehe ich. Die Kölner also weiterhin mit 10 Spielern. Und das ist schon ein großes Pech, wenn man überlegt, wie die Kölner bisher im Europapokal vom Pech verfolgt waren. In Dundee wurde Torhüter Ewald in der ersten Hälfte verletzt gegen Athen Schäfer, der jetzt schon 4 Monate nicht mehr spielen kann. Und jetzt in der 22. Minute Weber, der eben jetzt aus der Öffnung herauskommt, die sie eben deutlich im Bild hatten, und der humpelnd an der Seitenlinie entlangläuft. Sie haben den deutlich im Bild und nun einen Platz auf dem rechten Flügel einnehmen wird. Thielen. Und wir werden gleich nach den ersten Aktionen sehen, was Weber überhaupt noch wert ist. Das ist Thompson gegen Löhr. Löhr, der also jetzt in die zurückhängende Position gegangen ist. Und das war Stopper Jietz, Rückspiel
zu Lawrence. Die Pause hat ungefähr 14 Minuten gedauert. Nun also die zweite Hälfte und wir sind gespannt, wie viel Kraft dieses Spiel mit 10 Mann die Kölner gekostet hat, ob sie nun das hohe Tempo der Engländer weiter mitgehen können oder sogar noch selbst steigern. Links außen Thompson, der linke Verteidiger Byrne gegen Löhr, Thompson, Stevenson, Overath, Tota Lawrence. St. John, Callaghan. St. John und vorbeigeschossen hat der halbrechte Hand. Löhr. Weber steht im Innensturm, kann aber kaum laufen. Zielen abseits. Rechts außen Callaghan. Die Engländer spielen sehr klug über ihre Flügel, die ja beide sehr schnell sind und Pott und Reg immer wieder vor Probleme stellen, wie jetzt. Overath. Oh, ein Fehlpass. Sturm. Und Torhüter Schumacher. Thielen erwischt das Leder noch. Da kommt Löhr. Tor! Das 2:2. Das ist die 47. Spielminute, meine Damen und Herren. Und was man nach dem 0:2 Rückstand wohl kaum für möglich gehalten hat, das haben die Kölner jetzt fertiggebracht durch diesen wunderschönen Schuss von Löhr. Das 2:2 ist da. Handspiel von Thielen sehr deutlich zu erkennen. Freistoß durch Stevenson. Und die Spannung konnte wirklich nicht größer werden als in diesem Augenblick. Torhüter Schumacher im Bild. Linksläufer Stevenson vorbei. Und jetzt ist die Stimmung im Stadion natürlich auch wieder auf dem Höhepunkt. Jetzt sind die 20.000, die den ersten FC Köln sehen wollten, wieder ganz in ihrem Element. Und diese große kämpferische Leistung ist wirklich nur zu bewundern. Die große kämpferische Leistung der Kölner mit 10 Spielern und einem verletzten Mann. Da ist Weber! Das war Weber! Das war Weber! Der sich jetzt am Boden krümmt nach dieser Energieleistung, als er bei den Zähnen aufeinander biss. Und wirklich nur um Haaresbreite das dritte Tor verfehlte.
Byrne, der linke Verteidiger, hat den Freistoß ausgeführt. Overath, Rechtsverteidiger Lawler. Der halbrechte Hand. Rechtsverteidiger Lawler. Smith. Hornig gegen Smith, sehr schön. Overath. Etwas zu steil dieser Pass, den konnte Hornig nicht mehr erreichen. ...51 Minuten gespielt, Spielstand 2:2 zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Liverpool. Thiele. Das ist Weber, den Sie jetzt groß im Bild hatten. Durchaus nicht in der Lage, sich wieder normal zu bewegen. Callaghan, Milne. St. John, festgehalten, ist Hemmersbach. Ein klares Foul von St. John. Thielen. Hat Gietz das Bein dazwischen. Gietz, der Mittelläufer. Milne. Stevenson. Absatzstellung von 3 Kölner Spielern. Von Weber, Hornig und von Thielen. Halbrechte Hand auf den linken Flügel ausgewichen. Sturm. Hemmersbach. Overath. Löhr. Und St. John. Rechts außen Callaghan. Wieder an Reg vorbeigegangen und Freistoß entscheidet der Schiedsrichter, der belgische Schiedsrichter Scout. Reg hat viel mehr Mühe mit Callaghan in diesem Spiel als in Liverpool. Milne gegen Hornig. Es war ein durchaus fairer Angriff, der dem Ball galt, auch vom Schiedsrichter nicht geahndet wird. Milne, der rechte Läufer. Und Abseitsstellung des Verteidigers Lawler, vom Schiedsrichter zeitlich gesehen. Und drüben liegt nun rechts außen Callaghan auf dem Spielfeld, der verletzt wurde, als Reg eben in den Ball hineingrätschte. Ist jetzt hier eine Stimmung von solcher Explosivität, von solcher Spannung, die wirklich kaum mehr zu steigern ist. Dieses 2:2 unerwartet und deshalb umso schöner in diesem Augenblick. Callaghan kann weitermachen. Sie sehen es, er steht drüben in der Nähe des Schiedsrichters.
erzielen. Und das ist Ausball mit Einwurf für den 1. FC Köln. Müller, Overath. Ja, wohin abspielen? Das ist wirklich sehr schwer. Die Engländer sind ganz dicht gestaffelt. Ausfall. Da kommt Thielen vor Byrne an den Ball. Der Ball ist jetzt erst im Aus. Das war ein sehr schöner Schrägschuss aus vollem Lauf. Sie haben das deutlich gesehen. Und die Engländer haben bis jetzt, bis zur 56. Minute, diesen Schock des 2:2 noch nicht überwunden. Sehen Sie sich Weber an, am linken Bildrand zu sehen, wie er humpelnd zurückgeht, aber sich trotzdem jetzt doch schon wieder etwas einsetzen kann, mitlaufen kann. Abseitsstellung, Schiedsrichter braucht nicht zu pfeifen, da Vorteil geltet. Callaghan gegen Reek, Thompson, der Rechtsaußen in der Linksaußen in Rechtsaußenposition. Das muss Abseits gewesen sein, ja. Gepfiffen hat der Schiedsrichter aber eine Karambolage zwischen Hornig und Thompson. Da ist Dietz, der Stopper vorne. Löhr. Immer noch Löhr. Immer noch Löhr. Hornig. Und zu weit vorgelegt hat Hornig diesen Ball nach dieser bravourösen Einzelleistung von Löhr, der ja in den letzten Spielen beim 1. FC Köln immer stärker geworden ist. Der ungefähr ein halbes Jahr brauchte, um in die Mannschaft hineinzuwachsen und sich jetzt ganz sicher einen Stammplatz verdient hat. Rechtsverteidiger Lawler und alle Spieler von Liverpool aus einem Torhüter in der Kölner Hälfte. Und Yeats immer weiter vorne zu finden, Schumacher. Der Weber kann niemanden mehr angreifen. Er kann nur zusehen, er kann nur dann spielen, wenn er den Ball genau auf den Fuß bekommt. Thompson gegen Pott. Pott hat sich viel besser auf Thompson eingestellt. Hornig. Overath, Hornig. Smith.
Nun ist genau eine Stunde gespielt hier im Feyenoordstadion in Rotterdam. Die beiden Mannschaften spielen also nun schon 4 Stunden gegeneinander in diesen 3 Spielen. Und es steht immer noch unentschieden. Es steht 2-2. Wir sehen, dass Weber anzugreifen versucht. Da ist er rechts im Bild. Jetzt hat er den Ball. Weber. Thielen. Und Hornig lief. Hier am Strafraum Eckstand. Thielen versuchte selbst zu schießen, gerade in die Erde. Sturm. Löhr. Abseitsstellung, die Kölner müssen zurück. Sind zurück. Weber. Am Ball also durchaus wertvoll noch. Löhr. Gut gemacht. Und das ist Byrne, der nun schon zum 3. oder 4. Mal nicht sonderlich vornehm auffällt. Overath. Und Torhüter Lawrence. Das ist ein Spiel von wirklich ungeheurem Tempo. Hand in letzter Sekunde von Sturm gestoppt. Ein Tempo, wie es wirklich nicht mehr zu überbieten ist. Jetzt also wieder Liverpool mit Callaghan. In die Gasse Milne. Smith, Stevenson, Byrne, Thompson. Und Pott, der doch jetzt Thompson immer sicherer in den Griff bekommt. Milne. Thompson. Hunt, der Halbrechte. Thompson, der Linksaußen. Das ist eine gefährliche Flanke. Und Stevenson. Oh, das war eine ganz dicke Möglichkeit für die Mannschaft von Liverpool. Smith. Reek. Callaghan Milne, der immer in die Gasse läuft, sehr gefährlich ist. Schön ist der Pott ausgespielt durch St. John, Thompson, Stevenson, Thompson. Und da der Ball von Pott mit beiden Beinen festgehalten wurde, entscheidet der Schiedsrichter. Für Köln, da linksaußen Thompson den Ball doch auf recht unfaire Weise zwischen den Knien von Pott hervorzaubern wollte. Weber. Byrne. Und Torhüter Lawrence. Löhr. Milne, St. John. Und das ist Freistoß verwirkt von Hemmersbach gegen St. John, klar. Stevenson, der linke Läufer. Und Yeats wieder mit nach vorne gegangen, nur ganz knapp mit dem Kopf verpasst.
Hornig. Sehr klug gespielt von Sturm auf Pott. Und im Zweikampf ist Weber einfach nicht in der Lage, den Engländern Paroli zu bieten. Das ist zu natürlich und das ist Abseitsstellung von Milne, den ich jetzt als besten Spieler der Engländer bezeichnen möchte. Milne, der einfach überall zu finden ist, in der halbrechten Position und eben schon wieder auf links aus. Die Mannschaften kämpfen wirklich mit äußerstem, mit allerletztem Einsatz. Das können Sie sehen. Thielen. Jetzt kommt Giet. Müller. Weber, der da köpfen wollte. Overath, angeschossen und Abseitsstellung von Weber. Minuten in der zweiten Hälfte gespielt. Spielstand 2:2 zwischen Köln und Liverpool. Löhr. Müller. Und Abseitsstellung von Löhr. Waffung des Halbstürmers Hunt hat nun Hansi Sturm übernommen. Milne und Hunt vorbei. Die Aufregung umsonst, meine Damen und Herren. Ich kann mir vorstellen, wie sie zusammengezuckt sind bei diesem Schuss des Halbstürmers Hunt. Der Linienrichter drüben auf der anderen Seite hatte schon die Fahne hochgehoben im gleichen Augenblick, als Hunt schießen wollte. Also Abseitsstellung. Da war es auch genau, ja. Der Flankenwechsel auf Hornig ist nicht geglückt. Hornig, der sich gegen seinen Bewacher Lawler in allen Spielen sehr schwer getan hat. In den beiden, im ersten hat er nicht mitgespielt. Schumacher. Thielen. Oh! Ja, da hat Jietz. Da hat Jietz den Kölner Stürmer Löhr niedergeschlagen. Sie haben es deutlich gesehen. Der Schiedsrichter hat nicht einmal für nötig befunden, ihn zu ermahnen, zu verwarnen. Er gibt stattdessen einen Freistoß für die Engländer, so will mir scheinen. Ja, da hat Jietz sich vergessen und für diesen Schlag Tätlichkeit auf dem Spielfeld gibt es eigentlich nur eine Strafe und die heißt Platzverweis.
Der Schiedsrichter hat, soweit ich es bisher gesehen habe, den Mittelläufer von Liverpool und schottischen Nationalspieler bisher nicht einmal ermahnt. Sollte das der Fall sein, so wäre das eine der seltsamsten Entscheidungen, die wir auf Fußballplätzen gesehen haben. Es geht weiter. So, als ob nichts gewesen sei. Hornig jetzt wieder im Zweikampf mit Lawler und dem rechten Außen Callaghan. Overath. Löhr. Hornig. Und wieder zu steil dieser Pass, den kann er natürlich beim besten Willen nicht erlauben. Milne. Hand. Der halbrechte Hand und Hans Sturm, der geklärt hat. Und das ist Milne, der Mann mit der Nummer 4, der heute wirklich das Spiel bei den Engländern aufzieht. Und Reg. Ja, Reg konnte wieder einmal Callaghan nicht stoppen. Und Sie sehen, welche gefährlichen Szenen daraus immer und immer wieder entstehen. Geht. Overath und Löhr zielen den Lawrence, der Ball auf der Linie, gerettet, Tor! Und der Schiedsrichter gibt dieses Tor nicht. Meine Damen und Herren, die Sie diese Szene selbst sahen, bitte urteilen Sie mit. Sie sind ja genauso Zeuge dieses Spiels wie ich. Können Sie verstehen, dass nun die 20.000, die nach hier gereist sind und mit Ihnen viele Holländer hier recht aufgebracht sind über die Entscheidung von Schiedsrichter Schout aus Belgien, einem jungen Schiedsrichter, der, wie man mir sagte, noch nicht 30 Jahre zählt, aber immerhin schon manch internationales Spiel geleitet haben soll. Zielen und sehr schön von Geeds zurückgespielt. Es ist ein Spiel, das nun ohne Pardon geführt wird, das von beiden Seiten mit letztem Einsatz und bis zur Erschöpfung durchgespielt wird. Das ist Löhr. Stevenson, Thompson. Wieder Thompson.
Und da entscheidet Schiedsrichter Sout, Freistoß für Liverpool. Nun häufen sich die Fehlentscheidungen von Herrn Sout in auffälligem Maße. Zivilisten haben natürlich auf dem Platz nichts zu suchen und die sollten bitte schön draußen bleiben. Smith, der schießt, vorbei. Jetzt Thielen gegen Smith. Mit Einwurf für Köln. Overath. Und wieder Einwurf für den ersten FC. Hornig. Sehr schön gemacht, Callaghan. Das ist der Halbstürmer Hunt und das ist der linke Verteidiger Byrne, der hervorragend freigespielt wurde. St. John und Schumacher. Eine Musterkombination des FC Liverpool. Noch 12 Minuten sind im Feyenoordstadion hier in Rotterdam zu spielen. Und den Freistoß versuchen die Engländer nun täuschend zu schießen. Drei Spieler stehen da. So weiß man also nicht, wer wird zuerst anlaufen, wer über den Ball springen. Das machen sie gerne, die englischen Profis. Stevenson. Ja, klug, das Spiel von außen her wieder aufgebaut. Oh ja. St. John. Hans, der Halbstürmer und Hornig. Wieder Hornig. Torhüter Lawrence. Aus diesem spitzen Winkel gelang es Hornig also nicht mehr, den Ball weiter zurückzuziehen. Zwei Stürmer standen einschussbereit. Auch Weber. Wir wollen nicht vergessen, dass die Kölner also immer noch praktisch nur mit 10 Mann operieren. Müller. Und da ist wieder Millen mit der Nummer 4. Callaghan gegen Overath. Millen. Hemmersbach, St. John. Overath. Hornig in Lawler. Da ist der Lawler selten vorbeigekommen. Und auch sein Abspiel ist leider nicht genau heute. Callaghan, Milne und Byrne. Ja, er bekommt den Ball noch.
Eckball für Liverpool und zu spielen sind noch genau 10 Minuten beim Stande von 2:2. Dietz kommt. Oh, Schumacher verpasst das Leder und Dietz, der Mittelläufer, hat den Ball nicht richtig auf die Stirn bekommen. Overath. Neuer und Temmersbach spielen da im Mittelfeld zusammen. Und da ist Weber. Und Weber, die Zähne zusammengebissen, kommt wieder auf das Spielfeld, humpelnd, seine Energieleistung ist wohl kaum zu beschreiben. Aber dieser Sturz wird seine Verletzung natürlich verschlimmert haben. Weber. Und da sieht man, wie ein Mann voller Energie doch noch in der Lage ist, die ein oder andere gefährliche Situation hervorzurufen. Und wie Weber sich und seine Mannschaft hier in keiner Sekunde aufgibt und im Stich lässt. Thielen gegen Byrne. Tja, also, da müsste sich aber Herr Schraut wirklich zu einem Pfiff entscheiden. Er tut das allerdings erst auf Intervention seines Linienrichters. Löhr. Richtig Druck machen. Und Eckball. Zu spielen noch 7 Minuten, Eckball von Hornig. Overath. Beiden Beinen dazwischen, Milne und Steven. Thompson. Schön das Feld geöffnet durch den Pass. Smith. Ja, das ist ein sauberer Flügelwechsel. Smith. Milne. Und Sturm erklärt. Thompson und das ist Einwurf für Köln. 6 Minuten vor Spielende beim Stande von 2:2 zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Liverpool. Ziel Hornig. Reg, Overath. Und das ist ein gefährlicher Ausruf von Reg. Denn nun haben wir 2, 4, 5 englische Stürmer vorne. Und zurückeilen muss Overath, um die Lücke zu schließen, die nun Reg hinterlassen hat, der ja weit vorne war. Jetzt aber schon wieder hinten ist. Müller, 3 Spieler abseits. Er muss warten, er muss warten, er wartet auch. Vorbei dieser Schuss von Callaghan und Abstoß. Ja, sollen wir wirklich nach diesem furiosen Spiel wieder einer Verlängerung entgegengehen, wieder
ein Unentschieden am Spielende haben. Das würde zweifellos, so meine ich, über die Kraft beider Mannschaften gehen, jetzt noch eine halbe Stunde weiter zu spielen und dann am Samstag in ihrem Pokal- und Meisterschaftsspiel wieder aufzutrumpfen. Die nächsten 4 Minuten müssen das entscheiden, denn es steht 2-2 und 4 Minuten sind zu spielen. Milne. St. John, Milne und Lothar Schumacher. Weber wirft ein, Overath. Sturm bietet sich an. Hornig. Und Abstoß, klar. Thompson und Callaghan, die beiden Außenstürmer, die sich sehr gut verstehen. Man müsste Reg den Matthews-Trick von Callaghan eigentlich erkannt haben, der meist außen an ihm vorbeigeht, aber auch jetzt aus flankt, wie sie gesehen haben. Hemmersbach. Thielen. Immer noch Thielen. Weber. 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 Ja, da hat er sich zweifellos sich und seine Kraft doch überschätzt. Das konnte er nicht, diesen Heats ausspielen mit seinem blessierten Bein. Das war unmöglich. Die letzten beiden Minuten, so der Schiedsrichter nicht nachspielen lässt, und Milne am Ball. Smith, gute Schussposition. Vorbei. Und eine solch riskante Rückgabe könnte dieses ganze Spiel entscheiden. Ein Fehler, der so kinderleicht zu machen ist. Föhrn, der linke Verteidiger, ein Mann mit sehr, sehr viel Kraft, das muss ich sagen. Welche Ausflüge hat er schon nach vorne gemacht? Das ist ganz enorm. Auch jetzt bietet er sich an. Milne. Da ist der Byrne. Der Mann mit der Nummer 3. Smith. Wieder Byrne. Da geht Reg dazwischen. Der Uhrzeiger rast, der Sekundenzeiger hier auf meiner Stoppuhr. Da sehe ich noch 45 Sekunden der ersten Hälfte. Rechtsverteidiger Pott. Hansi Sturm, Hornig. Und schon ist Lawler wieder bei ihm. Und das ist vor allen Dingen sehr geschickt. Direkt blockt auch Callaghan, der Mann mit der Nummer 7, der Hornig jetzt vom Ball drängt, den Linksaußen der Kölner ab. Sie wissen also schon, dass viel Gefahr von Hornig kommen könnte und deshalb teilen sie sich in dieser Aufgabe. Thompson, Callaghan und der rechte Verteidiger Lawler.
Die reguläre Spielzeit ist jetzt um 20 Sekunden überschritten. Und der Schlusspfiff ist da. Der Schlusspfiff des Spiels. 2:2 und meine Damen und Herren, jetzt geht es weiter. Es geht weiter mit der Verlängerung und wenn ich eingangs sagte, heute muss die Entscheidung fallen. Man fällt sie entweder jetzt in der Verlängerung oder auf eine Art und Weise, die an sich sportlichen Gesetzen Hohn spricht. Durch den Hochwurf eines roten oder grünen Tellerchens und welche Farbe oben zu liegen bleibt, die Mannschaft kommt eine Runde weiter. Die Kölner spielen also jetzt praktisch schon seit der 23. Minute mit 10 Spielern. Sie sind natürlich restlos ausgepumpt. Sie haben gegeben, was zu geben ist. Und wenn man mal Thielen oder Hornig oder wem auch immer vorgeworfen hat, er würde sich nicht einsetzen. In diesem Spiel haben es alle getan. Jeder für jeden. Und so ist nur das 2:2 zu verstehen. Und hier ist schon wieder die Platzwahl zur Verlängerung. Wadenmassage, das ist klar, Wadenkrämpfe können sich einstellen dabei. Und die Kölner spielen also in der selben Richtung weiter, sie spielen von links nach rechts. Hier sehen Sie Weber auf der Bank liegen, Schmerz verzerrt sein Gesicht. Was er leistet, vielleicht über das, was man überhaupt von einem Fußballer verlangen kann, von einem Sportler. Aber umso höher ist anzuerkennen, er will seine Mannschaft nicht im Stich lassen, er will dabei sein. Und er wäre es ja auch gewesen, der beinahe in der zweiten Hälfte sogar das Spiel entschieden hätte. So, der Uhrzeiger läuft zur ersten Viertelstunde der Verlängerung. Da sehen wir Millen am Ball, dann links außen Thompson, den halblinken Smith, Callaghan und Toyota Schumacher. Kölner werfen ein, Mr. Byrne muss den Ball abgeben an Weber. Der Verbinder Hunt ist am Ball, der Mann mit der Nummer 8. Overath, Thielen und Lawrence. Und wieder ist Millen anspielbar im Mittelfeld. Millen gegen Overath. Und beide haben wohl heute einen Aktionsradius gehabt, der unvergleichlich groß ist. Den Eckball bringt Thompson herein, Schumacher. Und was Schumacher heute zu halten hatte, das tat er mit einer wirklich verblüffenden Sicherheit an den beiden Toren, war er absolut schuldlos.
Weber versucht mitzulaufen gegen Yeats. Stevenson am Ball. Und immer wieder anspielbar Callaghan. Smith. Callaghan. So dreht sich das Karussell hier. Millen immer noch nicht geklärt, immer noch nicht die Gefahr bereinigt. Smith wieder. Hunt. Und Schumacher. Das war wieder ein Schuss von Stevenson, der nur den Kopf schütteln kann, dass Schumacher diesen Ball noch bekommen hat. Nachdem er solche Bälle schon in Liverpool zwei, dreimal gehalten hat, jedes Mal Schüsse von Stevenson. Stevenson, er muss ja regelrecht verzweifeln an seinem Schuss können, obwohl das wirklich gut und präzise ist. Eckball. Das ist Abseitsstellung von St. John, aber Schumacher war auch da. Nun, der Schiedsrichter lässt Vorteil gelten. Er lässt Vorteil gelten. Er will dieses Abseits also gar nicht pfeifen, damit Schumacher den Vorteil hat, aus der Hand abschlagen zu können. Das ist eine richtige Regelauslegung. Millen mit der Nummer 4. Hier sehen Sie. Spielmacher der Engländer. St. John. Stevenson. Nochmal Stevenson. Und Schumacher. Immer wenn Stevenson schießt, hat Schumacher ein Reaktionsvermögen, das unwahrscheinlich ist. Es ist ganz klar, dass sich bei den Kölnern nun die Strapazen bemerkbar machen, seit der 20. Minute rund mit nur 10 Spielern auskommen zu müssen. Der 11. Mann, Sie sehen es ständig, ist kein vollwertiger Mitspieler mehr. Müller an Byrne nicht vorbeigekommen. Da ist Weber mit der Nummer 6. Eckball? Nein. Der Ball hat nicht mit dem vollen Umfang die Linie überschritten, sagt er und zeigt. Der Linienrichter stand genau auf gleicher Höhe, muss es gesehen haben. Smith. Callaghan. Und Millen wieder in die Gasse laufen. Da bekommt er den Ball in die Gasse. Es ist unglaublich, was dieser Millen heute für ein Laufpensum absolviert. Das ist wirklich kaum zu fassen. Wieder versucht sie Stevenson. Oh, er wird festgehalten, der Mittelstürmer Löhr, das heißt der Mann, der die Nummer 9 trägt und schon längst rechter Läufer geworden ist. St. John. Und dann wäre es wirklich mal Zeit für einen Entlastungsangriff über Weber. Weber. Und wieder Millen. Smith. Callaghan gegen Reek. Wieder Smith. Millen. Millen. Stevenson. Halbrechte Hand. Smith kommt. Und Eckball, da er Hemmersbach angeschossen hat. Ja, die Kölner Abwehr hat jetzt wirklich Schwerstarbeit zu leisten. Die Engländer drücken und drängen. Sie werfen die ganze Kondition englischer Fußballprofis in die Waagschale. Englischer Fußballer, die wirklich gewohnt sind, in einer Saison mittwochs und samstags und mittwochs und samstags zu spielen, die viel, viel Kraft haben und jetzt die Entscheidung suchen.
Löhr und Weber. Overath. Thompson und Callaghan. Sie haben immer sehr viel Spielraum vor dem Abwehrriegel der Kölner. Sanktion. Und sehr kaltblütig und gut gemacht von Sturm. Gietz mit Kopfball. Und Milne. Milne allein auf dem linken Flügel, das ist sehr gefährlich. Da müsste Sturm hingehen. Overath. Milne. Und Löhr. Löhr mit dem Abspiel zu lange gezögert. Smith, Byrne, Milne und wieder Smith. Jetzt treiben sie alle nach vorne, die Engländer. Das erinnert mich fast an die zweite Hälfte des Spiels in Liverpool. Kraft ist auch nicht mehr so groß, aber der Wille ist da. Und die Möglichkeit. Und Eckball. Zehn Minuten der ersten Hälfte der Verlängerung sind gespielt. Spielstand zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Liverpool immer noch 2:2. Und Abseitsstellung von Thompson. Overath. Und der Ball muss zurück. Der Schiedsrichter ist jetzt auf den Zentimeter genau. Da muss der Ball also hin. 7 Meter vors Tor, ja. Verteidiger Byrne jetzt wieder auf dem linken Flügel. Milne. Und Milne schießt. Und Schumacher hält einen Ball, den wirklich ein Großteil der Zuschauer und auch sicher Sie, meine Damen und Herren, zu Hause schon im Netz sahen. Die Engländer haben jetzt klare Vorteile, das war zu erwarten. Und wir fragten ja schon mit Recht, wird Köln dieses Tempo durchstehen können? Durchstehen, und ich muss es immer wieder wiederholen, weil die Mannschaft ja doch entscheidend geschwächt ist. Stevenson auf Milne, der jetzt seine Läuferaufgabe ganz aufgegeben hat. Jetzt nur mehr vorne zu finden ist, genau wie Stevenson. Löhr. Sturm. Ja, der linke Flügel der Kölner ist wirklich lange nicht mehr eingesetzt worden. Und der lange Lawler hat den Ball ins Ausgetan. Thiel. Oh ja, das ist Freistoß. Gietz am höchsten, aber nicht hoch genug. Löhr. Thielen.
Und Thielen hat sich bei dem Hochspringen aufgestützt nach beiden Seiten. Und deshalb gibt es auch Freistoß für Liverpool. In der ersten Verlängerung noch etwas über eine Minute zu spielen. Yeats, Löhr, Weber, ja, Weber, Thielen und Ritter Lawrence. Ja, Thielen kam nicht mehr an den Ball heran. Sie haben gesehen, wie er das Bein streckte, aber zu hoch kam der Ball. Callaghan. Jetzt geht es wieder auf der anderen Seite los. Millen. Und Millen wieder in die Gasse laufend. Mit Hand. Schumacher hat den Ball. Und Schumacher ist also jetzt wieder genau in dieser gleichen großartigen Form, in der er sich in Liverpool vorgestellt hat. Und er ist also plötzlich, darf man nicht sagen, aber nach und nach, nachdem er nun so oft das Tor des 1. FC Köln hüten durfte, allmählich in die Rolle eines Klasse-Torhüters, eines wirklichen Klasse-Torhüters hineingewachsen. Hat Lawler die Sohle entgegengestreckt. Folglichermaßen Freistoß für die Kölner. ...45 Sekunden. Löhr gegen Yeats, Hornig, Thielen. Oh, schön geschossen, gut gehalten. Und da ist Thompson am Ball. Und genau auf die Sekunde, ja, ist die erste Hälfte der Verlängerung zu Ende. Spielstand 2:2 und es muss sofort weitergespielt werden. Es gibt keine Erholungspause. Und wenn die Betreuer jetzt clever sind, dann bringen sie den Spielern schnell Erfrischung auf den Platz. Die Kölner tun es. Thielen wird massiert, Müller auch. Aber das Spiel muss sofort weitergehen. Die Seiten werden gewechselt. Aber da Torhüter Lawrence noch nicht drüben auf der anderen Seite ist, jetzt erst die Mittellinie überschreitet. Gibt es also noch eine Sekunde Atempause für die Spieler. Und da die Engländer sich also jetzt noch einmal vornehmen, die letzte Viertelstunde mit allem Dampf zu stürmen, denn sie haben ja noch Dampf drin und nicht dem Zufall, dem Losentscheid zu überlassen. Die letzte Viertelstunde also dieses Mammutspiels zwischen Köln und Liverpool bricht an. Köln-Liverpool 0:0, Liverpool-Köln 0:0. Hier bis zur regulären Spielzeit 2:2 nach der ersten Hälfte der Verlängerung 2:2. Und nun warten also alle auf die Entscheidung. Und wir sind gespannt, wie sie fallen wird. St. John. Yeats hat wieder versucht, an den Ball zu kommen. Sturm sprang höher und da verpasst Callaghan. Das gibt also einen Augenblick Luft für die Kölner. Für die Mannschaft, die natürlich gerne eine Verschnaufpause eingelegt hätte. Overath. Hornig. Overath. Gut gespielt. Weber. Müller steht frei. Ja. Müller. Thielen. Auf dem rechten Flügel an Byrne vorbei. Oh ja, da war Smith mit dem Fuß dazwischen, obwohl kein Spieler mehr hinter ihm stand, zum Eckball für Köln.
Die Anfeuerungsrufe werden wieder wach, nachdem die Kölner sich aus dieser eisernen Umklammerung haben befreien können und Hornig jetzt den Eckball hinter das Tor setzt. Sie können sich denken, meine Damen und Herren, wie die Spieler jetzt die Minuten zählen. 13 sind noch zu spielen, denn sie haben alle 22 mehr geleistet, als man ihnen zutrauen konnte nach der strapaziösen Saison, nach den vielen, vielen anstrengenden Kämpfen, die sie durchstehen mussten. Auch hier durch die Verlängerung zu gehen, das ist wirklich fast zu viel. Rechter Verteidiger Lawler, der noch einen sehr frischen Eindruck macht. Weber. Sie sehen, er humpelt weiter, das ist ganz klar. Und das ist sehr gefährlich. Thielen am Ball, Thielen eine Möglichkeit. Ja, Thielen und Müller waren gestartet. Die englische Abwehr hat gut aufgepasst. Jetzt der Stopper hat geklärt. Overath. Wieder Overath. Lawrence. Einwurf durch Stevenson, der Halbstürmer Hunt. Das ist Christian Müller. Auch hier das Abspiel einen Augenblick zu spät. Thielen stand gut. Und die Engländer Yeats, der Stopper, der es wissen will. Milne. Miss geht in die Gasse rein, ja. Und dann auf Callaghan, den Rechtsaußen. Callaghan gegen Hornig und gegen Reek, Sieger. Und hier kommt Lawler, der rechte Verteidiger. Und wieder Callaghan. Wieder Callaghan. Weber, der sich dazwischen geworfen hat. Und Ausfall. Die Minuten fliegen dahin und sie schleichen dahin, je nachdem aus welcher Perspektive man das Spiel sieht. Zu spielen noch 10 Minuten. Verpasst hat Thielen diesen Ball. Das bringt Stevenson wieder in Position, zusammen mit dem Halbstürmer Hunt. Das ist wirklich auch die letzte Kraft, die Hunt einsetzt. Das war kein Foulspiel. Nein, nein. Thielen wartet, Müller, Hornig. Gegen diese Doppeldeckung kommt Hornig nicht zurecht. Er müsste das sehen, er müsste früher abspielen. Weber. Löhr, Overath. Hornig ist wieder anspielbar. Ja, bekommt den Ball. Und wieder ist direkt diese Doppelklammer um ihn herum. Und jetzt macht er es klug, er spielt ab. Smith gegen Hornig, Sieger geblieben. Milne. Rechts außen Callaghan. Stevenson. Löhr.
Ja, das hier, meine Damen und Herren, ist schon ein Spiel mit den Nerven geworden. Ein Spiel mit den Nerven und gegen die Zeit. Und wer mag wohl, so kann man jetzt bei der Gleichwertigkeit dieser beiden Mannschaften nur sagen, wer mag hier der Glücklichere sein oder wer mag der Unglückliche sein? Callaghan. Stevenson. St. John. Smith steht gut. Und ein Gewaltschuss von Stevenson über das Tor. Nun schauen wir auf die Uhr. Zu spielen noch 7 Minuten in der zweiten Hälfte der Verlängerung beim Spiel 1. FC Köln gegen FC Liverpool beim Stande von 2:2. Der rechte Verteidiger Pott, der diesen Freistoß nach vorne schlägt. Müller gegen Stevenson. Halbstumme Hand gebremst. Reg und Müller. Löhr wartet. Ja. Thielen. Overath. Hornig. Und ganz sachlich und klar gemacht vom Verteidiger Lawler. Einwurf für Köln. Mit Weber. Overath. Und zu weit zurück, zu weit zurück. Ich glaube auch, dass Overath am Ende seiner Kraft ist. Er hat zu der regulären Spielzeit schon so viel geleistet. Thompson, Stevenson, vorbei. Overath, ich erzähle Ihnen das, weil Sie es im Bild nicht sehen können, wird an der Außenlinie behandelt. Es ist zweifellos ein Wadenkrampf, der ihn da befallen hat. Er liegt an der Linie, Sie können es jetzt sehen, die Wade wird massiert. Die Anstrengung ist einfach zu groß. Ja, das war eine Leistung von Hornig. Wenn jetzt noch... Oh, Müller springt in diese Flanke hinein. Und erwischt sie nicht richtig mit der Stirn. Das war die Leistung von Hornig, auf die die Zuschauer hier schon lange gewartet haben und die ihm endlich gelungen ist. Zu spielen noch 5 Minuten, meine Damen und Herren. Schiedsrichter gibt das Spiel in diesem Augenblick nicht frei, weil Trainer Knöpfle und der Arzt auf dem Spielfeld sind. Overath muss erst außerhalb der Linie gebracht werden, sodass die Kölner also jetzt noch 9 gesunde Spieler auf dem Platz haben im Augenblick. Weber kann man wirklich nicht mehr mitzählen, so gut sein Wille auch ist und sein Einsatzbereitschaft. Ein Auge weiter hinüber zu Overath während des Spiels. Ist immer noch nicht aufgestanden. Wird noch massiert. Also 9 Kölner. Und 3 Minuten. Vorbei. Ja, ich will ehrlich sein, es sind 3 Minuten und 35 Sekunden. Das war eine recht gewagte
Rückgabe von Stopper Yeats, die man sich im augenblicklichen Stand des Spiels 3 Minuten vor Schluss sicher nicht leisten sollte, die aber gut ging. Sturm gegen Callaghan. Das war Abseitsstellung. Der Linienrichter hat es angezeigt. Thielen hätte gegen den herauslaufenden Lawrence auch keine Chance gehabt. Overath ist wieder da. Stevenson. Thompson zu Callaghan. Und das ist Ausball für Köln. Für Köln. So lautet die Entscheidung. Und da hat der Schiedsrichter, und das ist zweifellos nicht seine Aufgabe, ein Kölner Spieler in einer gestenreichen Acht im Gesicht getroffen. Wahrscheinlich natürlich völlig unabsichtlich, aber immerhin genau ins Auge gestoßen. Es tut ihm leid, aber das ist nicht nötig. Zweifellos sollte man dem jungen belgischen Schiedsrichter noch einige Zeit der Reife im eigenen Land geben, ehe man ihn weiter internationalen Aufgaben diesen großen Ausmaßes aussetzt. Das schadet nicht nur den Mannschaften, sondern wahrscheinlich auch ihm selbst. Der Uhrzeiger läuft weiter, unterbrochen wurde das Spiel, das haben Sie gesehen, und zu spielen noch 1 Minute und 30 Sekunden. Der Ball von Thielen abgeprallt. Müller gegen Millen. Müller immer noch am Ball. Müller. Thielen zu steil. Der Verteidiger Lawler und Callaghan wollen es jetzt noch einmal wissen. Callaghan an Rieck vorbei. Nein. Rieck hineingegrätscht und jetzt Hornig. Mit Freistoß für den 1. FC Köln. Zu spielen noch 40 Sekunden. Reguläre Spielzeit 40 Sekunden, wenn nicht nachgespielt wird. 40 Sekunden. 30 Sekunden. Es ist an der Zeit, die Sekunden zu zählen, meine Damen und Herren. Millen. 10 Sekunden. Callaghan. Schlusspfiff. 2:2 zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Liverpool. Aber, meine Damen und Herren, damit beginnt vielleicht der spannendste Augenblick dieses Spiels und sicher auch für eine der beiden Mannschaften der tragischste Augenblick. Denn Sie haben es gesehen, beide Mannschaften haben das Beste gegeben und eine soll und muss nun ausscheiden durch das Los. Eine Mannschaft soll und muss ausscheiden und das Los entscheidet. Ich möchte jetzt nicht Spielführer der einen oder anderen Mannschaft sein und sagen, nun ich nehme die rote oder die grüne Seite. Wir werden es gleich sehen an der Reaktion. Da sehen Sie Hansi Sturm auf der rechten Seite. Sie sehen den Schiedsrichter in der Mitte und nun beginnt das Losen. Es ist eine solche Spannung jetzt hier in dem Stadion, es hat noch niemand seinen Platz verlassen. So etwas hat es noch selten gegeben, da ist das losgefallen. Wer springt in die Höhe? Wer ist es? Wer ist es? Wer gewinnt? Wer gewinnt? Wer gewinnt? Muss auch das wiederholt werden? Jawohl, es geht nicht. Und Liverpool gewinnt. Und Liverpool ist eine Runde weiter. Sogar das Losen, meine Damen und Herren, Sie haben es gesehen, musste wiederholt werden. Und wenn je eine Mannschaft unglücklich vom Platz gegangen ist, und das werden Sie verstehen, wenn je eine Mannschaft unglücklich vom Platz gegangen ist, dann ist es der 1. FC Köln, der sich nun hier von den Zuschauern nicht mehr verabschieden kann. So sind die Spieler am Ende der Kräfte. Aber wir dürfen etwas sagen, der deutsche Fußballmeister hat den deutschen Fußball hier in Holland wirklich
würdig vertreten. Das Los war gegen die Mannschaft. Sie scheidet unbesiegt aus dem Europapokal aus. Zu ändern gibt es da nichts, meine Damen und Herren. Und solch ein Spiel mit solch einem Ende, das ist ein Kriminalfilm, wie man ihn spannend